Hallo Lego-Freunde und willkommen heute zu einem neuen Stadtupdate. Bevor das Video beginnt, zwei wichtige Ankündigungen. Und zwar das erste, die nächste Folge wird im nächsten Jahr erst sein. Deshalb möchte ich noch gerne dieses Jahr ein großes FAQ-Video machen. Bedeutet, falls ihr irgendwelche persönliche Fragen habt, generell Fragen habt, irgendwas Spezielles, was vielleicht jetzt nicht direkt mit Lego zu tun hat, könnt ihr auch gerne machen. Dann schreibt das gerne in die Kommentare. Schreibt davor einfach nur Hashtag FragLegoZüge oder so. Und diese Fragen gehe ich dann speziell drauf ein. Da suche ich mir die 10 besten einfach raus. Und die werde ich einfach ausführlich, wie es nur geht, beantworten. Das zweite ist, es erwartet euch etwas sehr, sehr Großes am 01.01.2021. Seid gespannt. Ich verrate noch nicht so viel. Es sind ja nur noch 15 Tage bis dorthin. Also, wenn ihr das Video seht, dann sind es nur noch 13 Tage. Von daher, viel Spaß und jetzt beginnen wir mal. Wir haben die zwei Pakete hier, die letztens ja nicht angekommen sind. Da sind hoffentlich alle restlichen Bahnhofteile drinnen. Und ja, diese Folge wird auch die letzte Folge sein vom Bahnhof und wir gehen endlich mal zu einem anderen Thema. Und zwar, wir beginnen mit dem Berg. Kurz noch einmal zu dieser Ansicht. Und zwar, wie ich gerade gesagt habe, wir beginnen mit dem Berg. Ich würde hier hinten einfach beginnen, dass wir einfach von hier, also hier beginnen, darauf und irgendwann werden wir dann wirklich mit dem gescheiten Berg hier beginnen, weil dann weiß ich, okay, da beginne ich und dort komme ich dann irgendwie hin und nicht, dass sich das irgendwie dann überschneidet. Die Steine sind noch bestellt, das heißt im nächsten Jahr werden wir dann Vollgas dann mit der Zugstrecke hier beginnen, damit die halt schön verkleidet wird und der Bergansatz dann hinkommt und dann bewegen wir uns ein bisschen weg vom Bahnhof, weil wir waren jetzt echt lange hier. Und ja, es wie gesagt, ein paar Teile muss ich ja noch im Bahnhof machen, aber das wird nur ganz kurz sein, damit der Schwerpunkt wirklich mal was anderes sein und nicht immer nur der Bahnhof. Jetzt beginne ich mal mit den ganzen Uhren, die wir hier bekommen haben. Also einfach nur eine Uhrzeit und die gebe ich jetzt überall dorthin, wo es halt noch letztens gefehlt hat. Jetzt kommt es mir gerade, weil ich die Uhr so lange anschaue. Heißt das 10.21 Uhr? Oder 12.10 Uhr? Was meint ihr? Weil meiner Meinung nach ist es eigentlich 10.21 Uhr. Aber 12.01 Uhr kann es halt auch sein. Oder ist es absichtlich so? Na wurscht, in meiner Lego-Stadt ist es 12 Uhr. Na, 10.21 Uhr. So, jetzt ist auch die letzte Verstrebung hier. Auch die ist jetzt beleuchtet. Und ja, alle Teile sind hier fertig. Wir haben ja den Mistkübel bekommen, also die Gitter. Und die kann ich jetzt durch diese anderen Mistkübel ersetzen. Die Mistkübeln sitzen da. Jetzt machen wir die oberen Teile hier, damit das hier nicht mehr so. Naja, das gehört halt weg. Und die zwei können auch weg. Das machen wir jetzt auch noch. Na, endlich ist der wunderschöne Bahnhof fertig, zumindest Dach und ein paar andere Kleinigkeiten. Also das Einzige, was wirklich fehlt, sind jetzt nur noch diese Eckteile. Sind schon unterwegs, aber wie gesagt, das soll nicht das Thema beim nächsten Mal sein. Da werden wir nur die Kleinigkeiten, was noch fehlt, ausbessern und ja. Und wie gesagt, beim nächsten Mal, aha,
Na, was ist denn das? Na, was ist denn das? Eine E-Tankstelle von Tesla. Na cool. Ich glaube, da wird Zeit, dass ihr euch mal das Video anschaut, wie das so entstanden ist. Film ab. Ja, eine wunderschöne Tesla-Tankstelle. Bedeutet, ab sofort können auch E-Autos bei uns herumfahren. Finde ich cool, ist mir eigentlich gut gelungen, finde ich. Ich weiß nicht, ob es jetzt genau dort stehen bleibt. Es muss auf jeden Fall irgendwo neben einem Parkplatz stehen bleiben. Weil es macht keinen Sinn, dass wir das sonst irgendwo anders hinplatzieren. Ich finde auch, der Print ist eigentlich sehr gut geworden, beziehungsweise der Sticker, den ich da selber gemacht habe. War jetzt einfach nur eine Klebefolie, falls ihr das nicht wirklich gesehen habt. Und ja, das Logo ist eigentlich auch recht gut geworden, finde ich. Okay, ganz leicht schief habe ich es angeklebt, aber komm, das sieht man eh nicht. Ja, so viel zu diesem kleinen Stück. Ihr seht eigentlich, wie einfach das ist. Ich meine, man muss jetzt nicht wirklich viel mit Programmen sich auskennen. Das war jetzt in dem Fall Photoshop fürs Drucken und Illustrator, auch von Adobe, um das Ganze halt so, also um die Maße hinzubekommen. Genau, wie ich schon öfter jetzt erwähnt habe, im nächsten Video werden wir jetzt hier hinten das angehen, den Teil hier. Die Steine sind schon bestellt, ich habe jetzt auf jeden Fall überwiegend mal dunkle Steine bestellt. Ich hoffe, dass ich da jetzt keinen Fehler mache für den Anfang da. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Es ist ein bisschen kürzer geworden. Diesmal wirklich. Liegt einfach daran, dass ich aktuell volle Energie in das große Projekt reinstecke, was am 01.01.2021 veröffentlicht wird. Näheres kommt noch. Und ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt, nicht nur zur Lego-Stadt, sondern generell, wie ich schon erwähnt habe, einfach Hashtag fragt Lego-Züge.
und vielleicht kommt eure Frage dann im nächsten Video vor. Bis dahin wünsche ich noch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und ja, frohe Weihnachten würde ich sagen. Es sind ja nur noch ein paar Tage.